Weil Iruma kein Geheimnis für sich behalten kann, hat der Teufel ihn aufgenommen und ihm beigebracht, wie man alle anderen Dämonenmädchen in seiner Monsterschule kläppt. Ein böser Dämon bat ihn, sein Ekel zu werden, damit er vor anderen bösen Dämonen damit prahlen konnte, dass seine Eltern seine Seele für 2 Taylor Swift-Tickets verkauft hatten, nachdem sie ihre Rechnungen nicht bezahlt hatten. Iruma ging einen Pakt mit dem Teufel ein und besuchte eine Schule für Dämonen, weil er sein ganzes Leben lang ein schwacher Fußabtreter gewesen war. Sullivan sagte ihm jedoch, dass er bei lebendigem Leiben gefressen werden würde, wenn jemand herausfände, dass er ein Mensch war. Sullivan war das Oberhaupt der Schule und würde der Dämonenkönig werden, erfuhr er bei seiner ersten Versammlung. Schlimmer noch erzählte er allen, dass Iruma sein Ekel sei und legte Bilder von ihm bei, damit sie sehen konnten, wer er ist. Danach wurde Asmodeus, der Schülersprecher des ersten Jahres, vom Lehrer gebeten, die Eröffnungsrede zu halten. Doch als Asmodeus die Bühne betrat, teilte der Lehrer der Menge mit, dass Iruma an seiner Stelle die Rede halten würde. Es war klar, dass Sullivan die Rede geschrieben hatte. Als Iruma auf die Bühne kam, war er so erschrocken, dass er nicht blinzelte. Die Schüler fanden das toll und fingen an, ihn zu loben. Iruma überlegte gerade, was er sagen sollte, als Sullivans Skript vor ihm auftauchte und den Tag rettete. Iruma begann die Rede zu lesen. Alle im Saal waren schockiert und schockiert, bis er fertig war. Dann schrien sie vor Freude. Die Lehrerin schimpfte ihn aus, weil er einen Spruch sagte, der vor der ganzen Schule nicht erlaubt war. Da merkte Iruma, dass der hinterhältige alte Mann ihn dazu gebracht hatte, die Worte zu sagen. Iruma fragte die Lehrerin, wofür der Zauberspruch sei, und sie sagte ihm, dass er, wenn er es richtig mache, den ganzen Tag nicht stolpern oder fallen würde. Asmodeus forderte Iruma nach der Versammlung zu einem Duell heraus, um seinen Respekt zurückzubekommen, nachdem er vor allen Schülern niedergeschlagen worden war. Iruma wusste, dass er schockiert war, und er tat alles, was er konnte, um Zuko zu sagen, dass er Asmodeus kein schlechtes Gewissen machen wollte, aber Asmodeus wollte nicht auf ihn hören. Er schlug Iruma mit seinen Flammen, aber Iruma war so gut im Völkerball, dass er es nicht merkte, bis er ständig getroffen wurde. Die Leute um Iruma waren erstaunt und dachten, Asmodeus sei keine Bedrohung, weil er ihn noch nicht getroffen hatte. Asmodeus war darüber wütend und beschloss, Iruma mit Kampfsport zu schlagen, aber Iruma wich einfach aus und Asmodeus traf fast ein Mädchen. Zum Glück für das Mädchen zog Iruma ihn zurück und rettete sie. Aber dabei schlug er Asmodeus versehentlich K.O., weil der Zauber, den er zuvor gewirkt hatte, ihn am Fallen hinderte. Die Nachricht von Asmodeus' Verlust verbreitete sich schnell in der Schule. Iruma wünschte sich, die Erde würde ihn verschlucken, aber Sullivan amüsierte sich prächtig. Dann betrat Asmodeus das Büro. Iruma hatte Angst, weil er dachte, Asmodeus käme, um es ihm heimzuzahlen, aber zu seiner Überraschung versprach Asmodeus, ihm gegenüber loyal zu sein, weil er ihn besiegt hatte. Am nächsten Tag versuchte Iruma, sich in der Schule nicht blicken zu lassen, aber Asmodeus ließ ihn nicht. Er sprang vor den anderen Schülern auf ihn zu. Iruma sagte ihm schnell, dass er das nicht tun sollte. Sie gingen dann in den Klassenraum, wo die neuen Schüler ihre Schutzgeister anrufen sollten. Asmodeus sagte ihnen auf dem Weg dorthin, dass die Art des Vertrauens, den ein Schüler herbeiruft, viel darüber aussagt, wie gut der Schüler ist. Als sie dort ankamen, kam Professor Snape Ripoff herein, der sich alle Mühe gab, wie der unheimliche, traurige Junge auszusehen. Er teilte ihnen mit, dass er Professor Callego heiße und für das Rufen zuständig sei. Außerdem war er besonders wütend auf Iruma und versuchte nicht zu verbergen, was er für ihn empfand. Dann zeigte er ihnen anhand einer Anweisungstafel aus einer Callego-Folge, wie man den Ruf ausführt. Da er aber alles Helle und Schöne hasste, schlug er es aus dem Weg, bevor es zu Ende war. Dann sagte Callego den Schülern, dass sie sein eigenes Siegel benutzen müssten und dass er nicht zögern würde, jeden durchfallen zu lassen, der das nicht täte. Bald darauf begannen die Schüler, die Götter anzurufen. Als Asmodeus eine Gorgonenschlange herbeirief, waren die anderen Schüler, einschließlich Mr. Average, Dark und Bright, erstaunt. Es gefiel ihm allerdings nicht, dass Iruma es versuchte, denn er hasste sowohl Iruma als auch seinen Großvater sehr. Iruma seinerseits hatte große Angst, weil er keine Magie besaß und dachte, sein Geheimnis würde aufgedeckt werden. Aber als er daran dachte, dass er rausgeschmissen werden würde, wenn er den Aufruf nicht befolgte, begann er zu lächeln, als wäre er high. Nachdem er sich in den Fingern geschnitten hatte, tat Iruma, was Callego ihm gesagt hatte und füllte das Blut in das Siegel. Dann verbrannte er das Papier. Als sich der Rauch verzogen hatte, schaute er auf die obere Hälfte von Callego. Callego war nicht sehr erfreut über das, was er für einen dummen Scherz hielt. Er schrie Iruma an, er solle mit dem Blödsinn aufhören, woraufhin Iruma auf die andere Seite des Kreises rannte, um seine Beine einzuziehen. Aber er dachte, dass Callego ihm sagte, er solle schieben, also schob er den Rest seines Körpers durch den Kreis.
Sobald sein Körper hindurch war, verwandelte er sich in den süßesten, wütenden Vogel aller Zeiten und wurde vor Scham ohnmächtig. Es war schwer für Iruma herauszufinden, was los war. Trotzdem lobten Asmodeus und die anderen Schüler ihn dafür, dass er einen Dämon in seinen Vertrauten verwandeln konnte. Sie wussten nicht, dass er das nur tun konnte, weil er ein Mensch war. Das Papier war mit Kalegos Siegel versehen. Kalego hingegen wurde sehr wütend und versuchte, Iruma einzuschüchtern, damit er die Abmachung brach. Da es aber gegen die Regeln verstieß, wenn ein Vertrauter seinen Besitzer verriet, wurde er durch einen Stromschlag Noki geschickt. Danach gingen sie zu Sullivans Büro. Der alte Mann lachte hysterisch über Kalegos Pech und sagte ihnen, dass ein Bruch des Vertrages zu schlimmen Dingen führen würde. Da der Vertrag für ein Jahr galt, sagte er Kalego, er solle sich damit abfinden, Irumas Diener zu sein. Kalego wurde auf der Stelle ohnmächtig. Etwa zur gleichen Zeit sprach sich Irumas Erfolg in der Schule herum und die Kinder begannen ihn den Dämon, der einen Dämon rief, zu nennen. Am späten Abend traf sich Iruma mit Asmodeus und die beiden gingen in die Bibliothek, um ihre Bücher zu holen. Doch bevor sie hineingehen konnten, rollte ein Mädchen mit grünen Haaren wie eine Bowlingkugel aus der Tür und schlug gegen die Kisten, die an der Wand gestapelt waren. Iruma versuchte mit dem Mädchen zu sprechen, als sie aufstand, aber Asmodeus hielt ihn auf. Er sagte, sie sei eine Arkham-Patientin, die entkommen war, und ihr Name sei Valak Clara, was nicht dasselbe ist wie die Dämonennonne Valak. Clara begann, die Kisten wieder aufzustapeln, weil sie sich so freute, sie zu sehen. Doch bevor sie fertig werden konnte, kam ein Lehrer auf sie zu. Er sagte Clara, sie sei schlecht, weil sie den Flur in eine Bowlingbahn verwandelt habe. Aber dann sah er Asmodeus und Iruma und sagte ihnen, sie sollten sich vor ihr in Acht nehmen. Er fesselte alle drei mit einem Seil und nutzte seine Magie, um sie mit ihren Büchern in den Innenhof zu schieben. Er gab ihnen keine Gelegenheit zu streiten. Asmodeus sagte Iruma, sie solle Clara abweisen, als sie mit ihnen im Hof spielen wollte. Sie zeigte ihnen alle ihre Spielsachen. Als er gerade Nein sagen wollte, sagte sie, bitte. Was er nicht ablehnen konnte, da er so ein Schwächling war, willigte er ein, mit ihr zu spielen. Deshalb wollte Asmodeus auch gerade Nein sagen, als Clara ihn bat, mit ihnen zu spielen. Er konnte nicht glauben, dass sein Herr zugestimmt hatte, mit dem verrückten Mädchen zu spielen. Aber sobald Iruma ihn darum bat, sagte er sofort ja. Sie spielten mehr als 2 Stunden mit ihr, was ziemlich lange ist, denn selbst Babys werden nach einer Weile müde. Asmodeus fragte Clara, ob sie zugedröhnt sei oder einfach nur zu viel Zucker habe, denn sie hatte immer noch viel Energie. Um sie aufzumuntern, griff Clara in ihre Tasche und holte eine Wasserflasche heraus. Iruma fand das cool und fragte, ob ihre Taschen wie Zauberhüte seien. Clara antwortete, dass dies ein Familienmerkmal sei. Sie erzählte ihnen, dass sie alles machen könne, was sie schon einmal gesehen hätten, und zeigte es ihnen dann. Genau in diesem Moment kamen 3 männliche Schüler herein und riefen Clara zu sich. Sie ging gerne zu ihnen, um mit ihnen zu sprechen. Irgendwie fand Iruma es unhöflich, dass der Chef Clara fragte, ob sie neue Besitzer habe, als ob sie ein Tier wäre. Die Jungs baten dann um Getränke, die sie ihnen gerne gab, bevor sie zu Iruma und Asmodeus zurückgingen. Er fragte sie dann, wer die Jungs seien, und sie erzählte ihm, dass sie mit ihr um etwas gespielt hätten. Iruma hingegen sagte, sie sei für sie wie ein lebendes Einkaufszentrum. Clara erzählte ihm dann, dass sie den Leuten Geschenke machen müsse, so wie jemand einem unehrlichen Stadtangestellten Geld geben würde, um mit ihr zu spielen. Aber es mache ihr nichts aus. Dann versuchte sie, Iruma als ihren Freund zu behalten, indem sie ihm Snacks und andere Dinge schenkte, aber er lehnte sie ab, was Clara glauben ließ, er wolle nichts mit ihr zu tun haben. Wie ihr Ex sagte er ihr, dass er auch dann mit ihr spielen würde, wenn sie ihm keine Geschenke machen würde. Als die Jungs nach mehr Getränken verlangten, war Clara so glücklich über diese Nachricht, dass sie einen ganzen Automaten nach ihnen warf und ihnen sagte, sie sollten es selbst tun. Am nächsten Morgen tauchten Asmodeus und Clara auf, während Iruma mit seinem Großvater sprach. Der alte Mann bat ihn, sich seinen Freunden anzuschließen. Sie sagte ihm, dass er nicht sicher sei, ob sie seine Freunde seien, da er nicht wisse, was sie für ihn empfänden. Als sie zur Schule gingen, fragte er sich, ob sie Freunde waren. Als sie später am Tag in das Restaurant gehen, sagte Asmodeus ihnen, dass die Auswahl von ihrem Rang abhängt. Sie hatten nicht viel Auswahl, weil sie keinen Rang hatten, aber Iruma war glücklich, weil er alles essen konnte. In diesem Moment gab es ein Geräusch und als sie in die Richtung schauten, sahen sie, dass Clara daran schuld war. Als sie in die Nähe kam, sagte der Ladenbesitzer, sie sollten sie in Ruhe lassen, weil sie den Laden nicht betreten dürfe. Er sagte ihr, dass das, was sie gesehen hatte, zu kopieren dem Diebstahl gleichkäme. Während sie sich unterhielten, kam Kalego herein und fragte, was das Problem sei. Aber als Clara ihn sagt, log sie Iruma an, damit Kalego sich in einen Vogel verwandelte. 3 Leute rannten vor Kalego weg, bevor er etwas tun konnte. Sie ließen ihn zurück, um das Chaos aufzuräumen, das Clara im Laden angerichtet hatte.
Die Jungen waren draußen im Garten, als Clara ihnen ein Eis gab. Iruma fragte, ob sie Freunde seien, während sie aßen. Aber die dummen Leute vor ihm hatten keine Ahnung, wovon er sprach. Also erklärte er ihnen, was ein Freund ist, und sie erklärten sich bereit, seine Freunde zu sein. Er erzählte Iruma, dass er ihn in die Außenseiterklasse gesteckt hatte, weil er am nächsten Morgen beim Frühstück nicht auffallen wollte. Kurz darauf tauchten Asmodeus und Clara auf und die drei gingen zur Schule. Asmodeus fragte Iruma, warum er lieber zu Fuß zur Schule gehen würde, als zu fliegen. In Irumas Kopf schrillten schnell die Alarmglocken, als er dachte, Asmodeus kenne sein Geheimnis, aber der Dummkopf dachte, dass Iruma hinter den Kulissen für den olympischen Laufwettbewerb trainierte. Als sie in der Schule ankamen, suchten sie ihr Klassenzimmer im Erstklässlerturm, konnten es aber nirgends finden. Clara sah einen fliegenden Pfeil, während sie sich unterhielten, und wusste sofort, dass sie ihm folgen mussten, was sie auch taten. Der Pfeil wies ihnen den Weg zu einer Höhle im hinteren Teil der Schule. Als sie die Treppe hinuntergingen, sahen sie, dass der Mülleimer der Schule direkt neben ihrem Klassenzimmer stand, also beschlossen sie hineinzugehen. Als sie die Tür öffneten, wurden sie gefangen, denn ihre Mitschüler hatten eine Reihe von Fallen aufgestellt. Aber Iruma war ein professioneller Entfesselungskünstler und obwohl er Angst hatte, wurde er von keiner der Fallen getroffen. Wenn man sich hingegen seine Mitschüler ansah, waren sie beeindruckt. Er fragte sie, warum sie Geld tauschten. Sie sagten ihm, sie hätten gewettet, wie viele Waffen er ausweichen könne. Asmodeus schimpfte sofort mit ihnen, weil sie Iruma in Gefahr gebracht hatten. Sie sagten ihm, er solle sich nicht so aufregen, denn es sei nur ein Spaß gewesen und jemand habe alle Waffen eingesammelt, damit Iruma nicht getroffen würde. In diesem Moment sahen sie Sabro Sabnok, den grobschlächtigen Idioten, der seinen Körper einsetzte, um alle Waffen zu fangen, weil er kein Schwächling war, der der Gefahr auswich. Dann geriet er in einen Kampf mit Asmodeus, aber Sabro sagte ihm, dass er seine Zeit nicht wert ist, weil er einen Kampf gegen Iruma verloren hatte und nun für ihn arbeitete. Daraufhin sagte Asmodeus, es sei besser, Iruma zu dienen und erzählte ihm, dass er der dumme Trottel sei, der am nächsten Tag einen Lehrer verprügelt habe. Sabro versuchte nicht, das zu verbergen, sondern sagte nur, dass er das getan habe, um in der Rangliste aufzusteigen und seine Chancen auf den Dämonenkönig zu verbessern. Dann erzählte er Iruma, dass die Dämonen in eine Rangliste von 1 bis 10 eingeteilt waren und dass der Dämon auf Rang 10 immer zum Dämonenkönig gewählt wurde. Sabro sagte, er wolle auf Platz 10 stehen, aber bevor er etwas anderes sagen konnte, kam Kalego herein. Nachdem er ihren Namen aufgerufen hatte, führte er sie nach draußen und sagte ihnen, dass ihre erste Lektion darin bestehen würde, einen gefährlichen Parcours zu durchlaufen. Kalego erklärte ihnen, wie sie die Übungen machen sollten und forderte sie auf der Straße zu bleiben, die für sie markiert war. Er warnte sie, dass sie, wenn sie den anderen Weg einschlügen, Ärger mit dem dortigen Wächter bekommen könnten. Als das Rennen begann, flogen alle Schüler los, aber Iruma konnte nicht wie seine Mitschüler fliegen, weil er ein Mensch war. Trotzdem stieß Kalego ihn von der Klippe. Dann ging Kalego zur Ziellinie, um nach den Schülern zu sehen, aber als er die Live-Übertragung sah, fragte er sich, warum er diese dumme Gruppe von Kindern ein ganzes Jahr lang unterrichten musste. Asmodeus war der Einzige, der sich gut schlug, aber er geriet schnell in Schwierigkeiten, als er herausfand, dass Clara aus seinem Rücken geritten war. Sabro entschied sich für den illegalen Weg, weil er dachte, das unwegsame Gelände würde ihn zum Dämonenkönig machen. Als Kalego das sah, strich er seinen Namen von der Liste, weil er dachte, Sabro würde dort sterben. Er machte sich auf die Suche nach Iruma, konnte ihn aber in keiner der Live-Shows finden. Das brachte ihn dazu, sich zu fragen, was er da tat. Zur gleichen Zeit wurde Iruma von einer dämonischen Krähe getragen. Plötzlich bekam die Krähe Angst und ließ Iruma in das Nest des Wächters fallen. Iruma traf einen Vogel im Nest und dachte, es sei der Wächter. Aber als er sah, dass er verletzt war, versuchte er, ihn dazu zu bringen, ihm zu vertrauen. Er schnitt sich in die Hand und fesselte sie, dann zeigte er auf das verletzte Bein und sagte, »Ich will das Gleiche mit ihm machen.« Der Vogel streckte sein verletztes Bein heraus und als Iruma nach etwas suchte, das groß genug war, um es zu verbinden, fiel sein Blut auf die Wunde. Dem Vogel ging es augenblicklich besser. Das zeigte Iruma, dass sein Blut Dämonen heilen konnte und das gab ihm ein gutes Gefühl, denn es bedeutete, dass er nicht zu 100% nutzlos war. Der Vogel, der nun gesund war, bedankte sich bei Iruma, indem er ihn ins Ziel flog. Der Wächter schlug Sabro an einer anderen Stelle, aber der sture Esel wollte nicht aufgeben, weil er nicht wie sein Verlierervater enden wollte. Iruma stellte sich vor Sabro, als der Wächter ihn gerade töten wollte. Sabro mochte es nicht, von einem dürren Glied Hilfe zu bekommen, also stieß er Iruma weg. Iruma hingegen blieb standhaft und bat den Wächter, sie zu verschonen. Da das Baby geheilt worden war, sagte er ihm, es solle nicht wütend sein und versprach, dass sie es nicht mehr angreifen würden. Sabro fand es erstaunlich, dass Iruma die Bestie beruhigen konnte und fragte sich, was für ein Dämon er war.
An der Ziellinie waren Asmodeus und Clara die ersten, die ankamen. Sie waren überrascht, dass Iruma noch nicht da war. Die anderen Schüler tauchten schließlich auf und als Iruma und Sabron nicht zurückkamen, sagte Kalego ihnen, sie hätten versagt und strich auch Irumas Namen von der Liste. Aber sie sahen den Wächter auf sie zukommen. Kalego versuchte, die Kinder in Sicherheit zu bringen, aber Iruma und Sabro saßen bereits auf seinem Rücken. Es schockierte alle, dass Iruma das wilde Tier gezähmt hatte und er wurde dafür gelobt. Aber Kalego sorgte dafür, dass Iruma und Sabro eine Auszeit bekamen. Dann sagte er den anderen Schülern, dass eine Eule über die Platzierung entscheiden würde. Alle anderen steckten ihre Hand in die Tasche der Eule und nahmen ihre Rangabzeichen entgegen. Aber als Iruma an der Reihe war, schrie die Eule und flog davon. Alle verstanden nicht, was passiert war, aber Iruma sah schnell, dass die Eule ihm kein Abzeichen, sondern einen goldenen Ring hinterlassen hatte. Als Sabro ihn sah, dachte er daran, was sein Vater über den Propheten des Dämonenkönigs gesagt hatte. Die Prophezeiung besagte, dass der neue Dämonenkönig aus einer anderen Welt kommen und andere Dämonen anheuern würde, um für ihn zu arbeiten. Außerdem hieß es, dass er den Ring Salomons an seinem rechten Mittelfinger tragen würde. Aber Sabro war sich nicht sicher, ob der Ring an Irumas Finger der Ring Salomons war. Iruma versuchte, den Ring abzunehmen, aber er ließ sich nicht bewegen. Daraufhin bat er die anderen Leute, ihm zu helfen. Alle anderen wurden verletzt, außer Iruma. Sie flehten ihn an, es aufzuhalten, aber er wusste nicht wie. Bevor Kalego etwas tun konnte, zeigte ihm der Schatten eine Vision, in der sein Arm abgetrennt war, was ihm klar machte, dass er eine Gefahr darstellte. Er wollte daraufhin Magie anwenden, aber Sullivan hielt ihn davon ab. Iruma war schockiert, als er seinen Großvater sah. Er gab dem Schatten etwas von seiner Kraft, was ihn zum Schweigen brachte. Dann sagte er, dass der Ring der gefräßige Fresser sei und dass er die Magie essen müsse, wenn sie ihm ausgehe. Er schimpfte auch mit Kalego, weil er versucht hatte, Iruma den Arm abzuschneiden, um ihn wie Captain Hook aussehen zu lassen. Bevor er ging, sagte er Iruma, dass er den Ring nie wieder abnehmen könne. Am Ende des Tages erhielt er die niedrigste Punktzahl, weil die Eule ihm keine geben konnte. Iruma freute sich darüber, weil er dachte, dass ihn niemand bemerken würde, weil er nicht sehr wichtig war. Aber er hatte keine Ahnung, dass die Schutzleitung darüber geschrieben hatte, wie er den Wächter gezähmt und den Ring bekommen hatte, und das war alles, worüber man reden konnte. Nun, da die Ränge feststanden, konnten sie endlich in andere Klassen gehen. Ihr erster Unterricht war Gartenarbeit, und der Lehrer zeigte ihnen, wie man mit Magie Pflanzen züchtet. Die Schüler probierten es aus, und Iruma sah, dass einige Oberstufenschüler ein Auge auf sie warfen. Asmodeus sagte dann, dass sie das taten, um zu sehen, wie stark die Erstklässler waren. Sie sahen auch, dass einige Leute von der Schülervertretung zusahen. Der hochmütige, selbsternannte Dämonenkönig Sabro sagte, sie seien da, um zu sehen, wie schön er sei, während er seine Pflanze in eine Blume verwandelte, die Töpfe fraß. Dann verwandelte Asmodeus seine Pflanze in eine brennende Blume, die Sabro mit Wasser löschte. Als nächstes war Claras Blume an der Reihe, aber ihre Blume sah aus wie eine Mischung aus Picasso und Da Vinci, so dass sie in einer Kunstgalerie keine Chance gehabt hätte. Iruma fühlte sich gut, als er sah, dass alle anderen ihre eigene Blume hatten, also beschloss er es zu versuchen. Iruma dachte einfach an die Blume, die er sehen wollte, und sagte die magischen Worte, denn Sullivan hatte Magie im Ring gespeichert. Der Topf leuchtete sofort auf, aber Sullivan rief ihn an und sagte ihm, dass er seinen Ring noch nicht benutzen solle, weil er noch nicht geändert hatte, wie stark er war. Ein großer Kirschblütenbaum wuchs aus dem Topf, bevor Iruma ihm sagen konnte, dass es zu spät war. Azazel, der Vorsitzende der Schülervertretung, sah den Baum und dachte, er sei aus dem Menschenreich, weil er so groß war. Obwohl die meisten Dämonen glaubten, dass die Menschenwelt nur erfunden war, hatte ihre Familie den Beweis, dass sie wirklich existierte. Sie öffnete ein Geheimfach in ihrem Büro, als sie allein war, und sah ein Bücherregal mit verschiedenen Titeln einer Manga-Serie namens First Heart's Love. Amiri verstand zwar nicht, was in dem Buch stand, aber aufgrund der Bilder dachte sie, dass es etwas mit Liebe zu tun hatte. Als Iruma weg war, baten die Arbeiter ihn, ihnen zu helfen, den ganzen Müll zu beseitigen, nachdem die Schüler eine Sauerei gemacht hatten. Bevor er das tun konnte, setzte Asmodeus ihn in Brand und schimpfte ihn aus, weil er so schmutzig war. Während sie sich unterhielten, kam Clara mit einem Haufen Müll auf sie zugerannt, aber sie stolperte. Asmodeus legte schnell seinen Körper um Iruma, um zu verhindern, dass sie mit Müll beschmutzt wurde, und schimpfte dann mit Clara, weil sie nicht vorsichtig war. Daraufhin sagte Iruma ihnen, dass er die Sache allein zu Ende bringen könne, und bat sie, nach Hause zu gehen. Nachdem er Asmodeus und Clara verlassen hatte, war Iruma gerade auf dem Weg, die Reinigungswerkzeuge wegzuräumen, als er zufällig Ameri begegnete. Das dumme Mädchen musste an die Bilder denken, die sie im Manga gesehen hatte, als er sich entschuldigte. Er wurde gefragt, wie er heißt. Sobald er ihr es sagte, dachte ihr verrücktes Spatzenhirn, dass er versuchte, sie zu verführen, genau wie im Manga. Das machte sie noch sicherer, dass er ein Mensch war.
Um kein Aufsehen zu erregen, versuchte sie sich zu beruhigen und beschloss, dass es das Beste wäre, ihren Vater anzurufen, der für die Dämonensicherheitspolizei zuständig war. Er könnte Iruma dann wegbringen. Iruma dachte, ihr Schweigen bedeutete, dass sie wütend sei, also versuchte er sich zu entschuldigen, aber Ameri unterbrach ihn sofort, weil sie dachte, er wende einen weiteren Manga-Trick an, um sie zu überrumpeln. Iruma versuchte immer noch sein Bestes, sich zu entschuldigen, aber Ameri verbeugte sich jedes Mal mit ihm, sodass die beiden wie Idioten aussahen, als sie sich mitten im Flur verbeugten. Das Buch fiel ihr aus dem Hemd, während sie überlegten, was sie als nächstes tun sollten. Obwohl sie keine Zeit hatten, es aufzuheben, tat Iruma es und begann über seine Zeit als Helfer bei der Arbeit an dem Manga nachzudenken. Als Ameri herausfand, dass er das lesen konnte, was sie verbotene Texte nannte, zog sie ihn mit sich. Iruma flippte leise aus, weil er dachte, dass sie sein Geheimnis kannte. Ameri hingegen zog ihn in den Gemeinschaftsraum und bat ihn, ihr den Manga vorzulesen. Dabei versuchte sie sich einzureden, dass sie herauszufinden versuchte, ob er ein Mensch war oder nicht. Die Tatsache, dass er nicht in ein Fischstück verwandelt werden würde, machte Iruma glücklich, ihr vorzulesen. Er fügte sogar seine eigenen Soundeffekte hinzu, was Ameri sehr gefiel. Als er mit dem Lesen fertig war, hatte er etwa 100 Anrufe seines Großvaters verpasst, aber bevor er etwas sagen konnte, nahm Ameri sein Telefon und fügte ihres hinzu. Dann sagte sie ihm, er solle mit dem, was er tat, aufhören und zu ihr laufen, wenn sie anrief, was er auch tat. Iruma bedankte sich bei ihr und ging. Als Opera Iruma fragte, bevor er am nächsten Tag zur Schule ging, ob er hoffe, eines Tages in die Menschenwelt zurückzukehren, antwortete Iruma nicht. Stattdessen dachte er über die Vor- und Nachteile eines Lebens in einer anderen Welt nach. Da er sich nicht sicher war, was er tun sollte, sagte Opera ihm, dass er zurückkehren könne, wenn er einen hohen Rang erreiche. Asmodeus sagte Iruma, dass er während des Mittagessens aussah, als würde er nachdenken und fragte, ob alles in Ordnung sei. Bevor Iruma antworten konnte, schickte Ameri ihm eine Textnachricht. Dann sagte er Asmodeus, dass er gehen müsse, aber Asmodeus und Clara verlangten, dass sie mit ihm gingen. Iruma konnte ihnen ausreden, mit ihm zu gehen, aber sie sagten Sabro, dass er sich seltsam verhielt, nachdem er gegangen war. Sie taten, was Sabro ihnen sagte, wenn sie wirklich herausfinden wollten, was er verbarg. Leider ist Clara ein totaler Chaot und würde keine gute Geheimagentin abgeben, denn sie fängt an, überall Irumas Namen zu schreien, was sie sichtbar macht. Asmodeus schimpfte sie deswegen aus und erinnerte sie daran, dass sie sich eine lustige Brille gekauft hatten, um ihre Anwesenheit zu verbergen, damit Iruma nicht merkt, dass sie ihm folgen. Draußen war es bereits dunkel, als sie Iruma mit Ameri vorfanden. Asmodeus dachte, dass Iruma einen bösen Plan hatte, um die Schule zu übernehmen, indem er den Vorsitzenden des Schülerrates angriff, während Clara dachte, dass Ameri versuchte, Iruma von ihr zu stehlen. Asmodeus hielt sie auf, bevor sie ihre Tarnung auffliegen lassen konnte, also versuchte sie, sich den beiden zu nähern. Im Wohnzimmer las Iruma Ameri vor. Nachdem sie fertig war, fragte er sie, was ihr Ziel sei. Sie sagte, sie wolle die Schule verbessern, wie Michael Jackson es getan hätte. Iruma wusste, dass er schon immer ein schwacher Schwächling gewesen war, denn sie hatte ihm dieselbe Frage gestellt. Er hatte nie davon geträumt, etwas für sich selbst zu tun. Er stand da wie eine Statue aus Stein und starrte ins Leere, während er versuchte herauszufinden, was er wollte. Zur gleichen Zeit gingen Asmodeus und Clara nach draußen und hingen am Fenster, um Ameri und Iruma zu beobachten. Obwohl Asmodeus hören wollte, worüber sie sprachen, versuchte Clara durch das Fenster einzubrechen, wurde aber von ihm aufgehalten. Er sagte, sie würde Irumas Pläne durchkreuzen. Iruma sagte Ameri im Zimmer, dass er keine eigenen Ziele oder Pläne habe. Sie sagte ihm, dass er nie darüber nachgedacht habe, was er im Leben wollte und immer das getan habe, was andere Leute wollten. Asmodeus tat alles, was er konnte, um Clara Quinn davon abzuhalten, den Raum zu betreten und die beiden mitten in ihrem Gespräch zu unterbrechen. Als Iruma in sein Zimmer zurückkam, versuchte er an etwas zu denken, das er tun musste, aber er konnte es nicht. Ameri sagte ihm, er solle versuchen, in der Rangliste aufzusteigen, denn das sei die Aufgabe eines jeden Schülers und es wäre gut, dieses Ziel zu erreichen. In diesem Moment stürmte Clara durch die Tür. Sie kandidierte für die Leitung des Clubs der anhänglichen Freundinnen und es sah so aus, als ob sie den Wrecking Ball Song ernst genommen hätte. Denn so kam sie rein. Die Türen flogen sofort auf und Asmodeus entschuldigte sich dafür, dass er sie von der verrückten Psychopathin hätte stören lassen. Ameri versteckte schnell den Manga und versuchte, sich normal zu verhalten. Er sollte sich daran erinnern, worüber sie gesprochen hatten, bevor sie den Raum verließen. Ameri sagte ihm auch, dass sie oben auf ihn warten würde. Nach einiger Zeit murrte Clara zu Sabro, während sie sich auf seine Schultern setzte, dass Irumas einzige Aktivität in diesen Tagen darin bestand, mit einer Ameri herumzuhängen, die Männer stahl. Daraufhin sagte Sabro ihr, sie solle versuchen, ihn mit ihrem falschen Charme zu bezirzen, denn er könne nicht Nein sagen.
Iruma würde nicht wissen, wie ihm geschah, sagte Clara, während sie wie eine verrückte Wissenschaftlerin lachte, was zeigte, dass ihr die Idee sehr gefiel. Als sie später in der Klasse ihre Ives auswählten, sah Iruma, dass Clara ihren sehr ernst nahm. Als er sie darauf ansprach, flippte sie aus und ließ das Papier zu ihm laufen. Er war schockiert, als er sah, dass sie den Succubus-Kurs als ihre Art der Verführung von Männern gewählt hatte. Aber Asmodeus dachte, sie sei zu dumm, um den Job zu verstehen und habe das Falsche gewählt. Aber Clara verpasste ihm eine Ohrfeige und sagte ihm, dass sie wisse, was sie tue. Danach wusste er, dass sie etwas im Schilde führte. Die Lehrerin der Mädchen benutzte eine Fähigkeit namens Thunderscope, um den Riss der Schülerinnen während ihrer ersten Liebesstunde zu überprüfen. Die anderen Mädchen bekamen gute Noten, aber Clara hatte nur 2%. Die Lehrerin konnte nicht glauben, dass es auf der Welt jemanden gab, dessen IQ so niedrig war. Sie gab Clara sofort ein paar besondere Bücher und sagte ihr, sie solle sie alle lesen, denn das sei die einzige Möglichkeit, sie zu retten. Clara tat darauf hin, was in den Büchern stand. Das erste, was sie tun sollte, war, eine Sue-Pose einzunehmen. Er fragte sie, ob sie eine neue Übung ausprobieren wolle, was ihr ein schlechtes Gewissen bereitete, sodass sie weglief. Als nächstes sollte sie ihn auf verführerische Weise berühren, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, aber Clara schlich sich an Iruma heran und klammerte sich an ihn wie ein Baby, woraufhin er sie fragte, ob sie auf seinem Rücken reiten wolle. Clara rannte sofort weg und ging zum nächsten Schritt über, nämlich sich etwas Schönes anzuziehen. Aber weil sie dumm wie ein Vogel war, endete sie als ein großer Bommel. Asmodeus wollte Iruma den Schmerz ersparen, also schnappte er sie und rannte weg, während er sie ausschimpfte. Als nächstes sagte ihr das Buch, dass sie Parfüm benutzen könne, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen. Aber wie Clara es immer macht, schüttete sie einen ganzen Eimer Parfüm über sich, sodass die ganze Klasse fast an dem Geruch einer 2000 Jahre alten Mumie starb. Doch sie gab nicht auf und tat, was im Buch stand, und schminkte sich. Aber als die Klasse sie sah, lachten sie so sehr, weil die Schminkkurse, die sie sich angesehen hatte, aus dem YouTube-Kanal des Jokers stammten. Am nächsten Tag versuchte Clara Iruma zu küssen, während sie ihr albernes Outfit trug, aber er wich ihr aus. Daraufhin schlug sie Kalego, der sie zum Nachsitzen schickte. Nach dem Nachsitzen ging sie zum Liebeskundenlehrer. Der Lehrer bot ihr Annie ein Pheromonparfüm zu geben, um Iruma in die Falle zu locken, da sie nicht einmal eine Fliege dazu bringen konnte, sich in sie zu verlieben. Aber Clara lehnte ab. Später jammerte Clara darüber, wie unattraktiv sie als Frau sei, als Iruma sie aufsuchte. Als er ihr sagte, dass er sie für ein Mädchen hielt, drehte Clara durch. Sein Herz setzte einen Schlag aus, als sie ihm sagte, dass sie ihn dazu bringen würde, sich in sie zu verlieben, egal was passiert. Clara nahm Iruma mit, weil sie sich so besser fühlte. Als ihre Lehrerin sie bei Sonnenuntergang betrachtete, sah sie, dass Claras Riss auf 10% gestiegen war. Er erzählte Asmodeus, dass er im Rang aufsteigen wollte und bat ihn, ihm am nächsten Tag beim Mittagessen dabei zu helfen. Bevor er den Kindern erzählte, dass Iruma eine Ausbildung zum Yat beginnen und die Schule übernehmen würde, brach Asmodeus zunächst in Tränen aus. Er hatte sich geirrt, als Iruma ihm sagte, dass es für ihn in Ordnung sei, eine Wette einzugehen. Der naive Narr dachte, er hätte etwas anderes im Sinn. Asmodeus sagte Iruma, dass das Bestehen der regulären Beförderungstests der beste Weg für ihn sei, aufzusteigen. Sie gingen dann in die unterirdische Turnhalle. Er erzählte weiter, dass der Test ein Spiel namens Execution Cannonball war, das dem menschlichen Basketballspiel sehr ähnlich war. Nachdem er ihnen erklärt hatte, was vor sich ging, begannen sie mit dem Training und Iruma begann, sich gute Chancen auf den Sieg ausrechnen zu können. Doch seine Hoffnungen wurden enttäuscht, als Sabro einen gefährlichen Curveball warf, der ihn nur knapp am Kopf traf. Bald schlossen sich weitere seiner Freunde an. Iruma machte sich Sorgen, als er erfuhr, dass sie ihre Kräfte während des Spiels einsetzen konnten. Da sein Großvater die beste Person war, um ihn zu unterrichten, sagte Asmodeus ihm, er solle ihn um Hilfe bitten. Iruma tat, was Sullivan sagte und bat ihn, ihn zu trainieren. Während sie trainierten, brachte Sullivan Iruma bei, wie er seinen magischen Ring benutzen konnte, um besser zu werfen. Iruma hatte jedoch das Gefühl, dass er schummelt und sagte Sullivan, dass er die Tests allein machen würde. Die anderen würden ihre Magie einsetzen und Sullivan sagte ihm, dass es schwer werden würde. Aber er nutzte seine Macht, um Irumas Hände zu stärken, damit er den Ball wenigstens fangen konnte und ließ ihn dann mit Opera trainieren. Opera zeigte ihm während ihres Trainingslagers, warum die Leute den Dienst quittierten, wenn sie allein waren. Sie warf ohne Erbarmen Bälle nach Iruma. Als er schließlich aufhörte, sagte er zu Iruma, dass er versuchen sollte, die Bälle zu fangen, anstatt ihnen einfach auszuweichen. In der folgenden Woche übten sie weiter und Asmodeus und Clara kamen sogar, um ihm zu helfen.
Am Ende wurde der Ball gefangen und Irumas Freunde waren begeistert, wie weit er in seinem Training gekommen war. Schließlich kam der Tag der Prüfung und Iruma erzählte Sullivan und Opera, dass er Angst hatte. Opera erklärte ihm, dass in der Unterwelt Angst vor dem Feind dasselbe sei wie eine Niederlage und sie sagte ihm, er solle seine Angst genießen. Kalego sagte ihnen in der Schule, dass ihr Weiterkommen davon abhängen würde, welches Team gewann und wie viele Gegner sie in den Rängen unter ihnen schlugen. Dann gab er jedem von ihnen eine Armbinde, damit sie ihre Teams zusammenstellen konnten. Asmodeus und Iruma wurden in verschiedene Teams eingeteilt, damit sie nicht gegeneinander kämpften. Asmodeus sagte, dass er ihn davon abhalten wollte, mit Iruma zusammen zu sein, aber Kalego sagte ihm, er solle aufhören, so ein Baby zu sein und sagte, dass er es tat, um die Dinge fair zu machen. Asmodeus sagte Iruma vor dem Spiel, dass er alles tun würde, um ihm zu helfen und dass er auf ihn zählen könne. Zu Beginn des Spiels beschloss Asmodeus Team, Sabro zuerst zu töten, weil er ein hirnloser Muskelprotz war. Doch bevor sie den Ball werfen konnten, nahm Jess, Irumas Swiper-Top-Schülerpartner, ihn weg. Dann gab er den Ball an Sabro weiter, der ihn nach Keroli warf. Sie versuchte ihn mit einem Eisturm zu blockieren, aber Kalego rief sie zurück. Kamui jedoch fing den Ball, was seine Freunde sehr freute. Aber Kamui war ein totaler Spast, wenn es um hübsche Mädchen ging, und so gab der tollpatschige Vogel den Ball an Elisabetta, die in der anderen Mannschaft war. Das veranlasste Kalego, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Als das Spiel wieder anfing, sahen sie, dass Clara viele verschiedene Bälle aus ihren Taschen auf das Spielfeld geworfen hatte. Alle beeilten sich, den echten Ball zu finden. Gears setzte seine Magie ein, um den Boden zu zerstören und alle Bälle in die Luft zu werfen. Iruma war derjenige, der ihn sich schnappte. Als er mit dem Ball dastand, wurde ihm klar, dass er nie gelernt hatte, wie man ihn wirft. Er begann auszuflippen, aber Sabro packte ihn und warf ihn zu Asmodeus, der schwieg. Doch Asmodeus stoppte den Ball in der Mitte und warf ihn zu Sabro zurück, um ihm zu sagen, er solle ihn nicht mit seinen Gedanken belästigen. Von da an ging das Spiel weiter und am Ende waren alle außer Iruma und Asmodeus raus. Asmodeus überlegte, ob er Iruma gewinnen lassen sollte, als er dies bemerkte, aber die Entschlossenheit in Irumas Gesicht ließ ihn seine Meinung ändern. Er wusste, dass es die ganze Arbeit, die er in sein Training gesteckt hatte, zunichte machen würde, wenn er Iruma gewinnen ließe, und er fühlte sich schlecht, dass er überhaupt an seine ursprünglichen Pläne dachte. Dann wurde er ernst und griff Iruma mit all seiner Kraft an. Zur gleichen Zeit tauchten Ameri und die Mitglieder des Schülerrates in der Turnhalle auf. Sie wollte sehen, wie sich Irumas Training ausgezahlt hatte. Auf dem Spielfeld warf Asmodeus eine echte Flamme nach Iruma, aber Iruma fing sie auf und schickte sie zu Asmodeus zurück, was seiner Mannschaft den Sieg sicherte. Asmodeus war froh, dass er Irumas Fähigkeiten in diesem Spiel nicht unterschätzt hatte, aber Iruma hatte keine Zeit, über seinen Sieg nachzudenken, denn seine Freunde schlugen ihn hart und warfen ihn in die Luft. Sobald er aufgestanden war, versammelten sich seine Freunde um ihn und sagten ihm, wie gut er sei. Kalego hingegen war der Meinung, dass Iruma eine großartige Leistung vollbracht hatte und beschloss, ihn auf Rang B zu befördern. Seine Mitstreiter hingegen meinten, Kalego sei unfair und forderten ihn auf, Irumas Rang zu erhöhen. Kalego sagte ihnen, sie sollten ihre Fallen schließen und behauptete, dass es nicht einfach sei, in der Rangordnung aufzusteigen. Iruma erzählte Ameri, dass er sich zum ersten Mal in seinem Leben gut dabei fühlte, etwas für sich selbst zu tun, bevor er das Fitnessstudio verließ. Ameri sagte ihm, er solle weiter an seinen Zielen arbeiten und lobte ihn für seine gute Arbeit. Er erzählte Sullivan und Opera, dass er nachts, wenn er nach Hause kam, zu Baal erhoben worden war. Er bedankte sich auch bei Opera dafür, dass sie ihm dabei geholfen hatte. Als Opera Sullivan sagte, dass er nicht viel getan hatte, um Iruma zu helfen, wurde er wütend und begann zu jammern. Ein paar Tage später trafen die Dämonen ihren neuen Lehrer, Bars Robin. Er war ein fröhlicher Kerl, der aussah, als ob er Regenbögen zum Frühstück aß und am Ende eines jeden Regenbogens einen Tropfen Gold hatte. Er sagte ihr, es täte ihm leid, dass er zu spät gekommen sei und dass er für das Schuljahr gelesen und vergessen habe, wann der Unterricht wieder beginnen würde. Dann nahm er sie mit nach draußen zu ihrer ersten Unterrichtsstunde, in der es darum ging, wie man sich mit Vertrauten verbindet und mit ihnen spricht. Damit der Unterricht beginnen konnte, forderte er sie auf, ihre Vertrauten zu rufen. Er war erstaunt, als er Asmodeus Gorgonenschlange sah, aber Sabro ließ sich nicht ignorieren und rief seinen Vertrauten, der eine Mischung aus Fisch und Pferd war. Schnell versuchten die Jungen sich gegenseitig mit der zerstörerischen Kraft ihrer Vertrauten zu erschrecken, während ihre Freunde sie anfeuerten. Als nächstes rief Clara Fallfall, ihren schlecht entwickelten Dinosaurier-ähnlichen Vertrauten.
Robin sagte, dass dies ein seltener Fund sei, da diese Art von Vertrautem dafür bekannt war, so dumm wie ein Türknauf zu sein. Aber als er Clara beobachtete, wie sie mit ihm spielte, sah er, dass der Vertraute mehr funktionierende Gehirnzellen hatte als sie selbst. Dann bat Robin Iruma, seinen Vertrauten herbeizurufen, aber er war sich nicht sicher und sagte Robin, dass ihn das Herbeirufen seines Vertrauten umbringen würde. Robin sagte ihm, dass es seltsam sei, dass ein Meister Angst vor seinem Vertrauten habe, und er sagte ihm, er solle ihn rufen. Zur gleichen Zeit unterhielt sich Kalego mit einem anderen Lehrer in seinem Büro, als er plötzlich verschwand und als Vogel in Irumas Klasse zurückkam. Das machte Kalego wütend und er sorgte dafür, dass Iruma davon erfuhr, indem er ihm sagte, er solle sich umbringen. Robin hingegen war so glücklich, Kalego zu sehen, dass er ihn auf den Arm nahm und ihm sagte, wie süß er sei. Kalego gefiel das überhaupt nicht und sagte Robin, er solle ihn loslassen. Als Robin das nicht tat, schlug Kalego Robin, woraufhin Iruma versuchte, ihn aufzuhalten. Daraufhin wurde Kalego von einem Blitz getroffen und als er am Boden lag, sagte er zu Iruma, er solle die Berufung rückgängig machen. Robin sagte daraufhin zu Iruma, dass er das nicht tun könnte, weil das gegen die Schulregeln verstoße und kein Schüler jemals vom Unterricht befreit werden dürfe. Da Kalego derjenige ist, der die Regeln geschrieben hat, hatte er keine andere Wahl als zu bleiben. Kalego sagte Iruma, dass er in seiner Vogelform bleiben würde, obwohl er sie hasste, weil er die anderen Schüler nicht stören wollte. Im Gegenzug sagte er Iruma, dass er sich gut anstellen müsse, damit er vor Robin nicht dumm dastehen würde. Dann beschloss er, Iruma einige Dinge über Vertraute beizubringen. Er erklärte Iruma, dass die Form eines Vertrauten immer von seinem Meister beeinflusst wurde, was bedeutete, dass Kalego als flauschiger Ball in der Luft feststeckte, weil Iruma so unschuldig war. Außerdem erklärte er Iruma, dass ein Vertrauter seinem Herrn nur dann folgen sollte, wenn er gerufen wurde. Er bat Iruma, sich das zu merken. Robin hielt sie dann an und sagte ihnen, dass sie sich näher kommen sollten, indem sie mit einem Spielzeug spielten, das er kostenlos mitgebracht hatte. Clara freute sich, mit Fallfall zu spielen, aber Kalego gefiel das nicht. Weil Robin sagte, es sei in Ordnung, solange Iruma bereit sei, die Klasse zu verlassen, stimmte Kalego zu, obwohl er es hasste. Robin ließ sie tanzen, über den Hof rennen und sogar einen Dreibeinlauf machen, was die Sache noch schlimmer machte. Kalego wünschte sich, er könnte gegen Robin kämpfen, der froh war, dass sie sich näher kamen. Als sie beschlossen, eine Pause zu machen, sagte Iruma, es täte ihm leid, dass er Kalego angerufen hatte, aber Kalego hörte nicht zu und fragte Iruma, ob er ihn nicht angerufen hätte, als es so aussah, als würde er gleich vom Wächter des Halsabschneidertals angegriffen werden. Iruma sagte ihm, dass das nicht stimmte und dass er ihn nicht gerufen hatte, weil er nicht wollte, dass Kalego oder der Wächter verletzt wurden. Schnell richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf Asmodeus und Zebro, die gerade dabei waren, einen Kampf mit ihrem Vertrauten zu beginnen. Bevor Kalego antworten konnte, mussten sie verprügeln und ihnen sagen, dass sie dumm seien. Dann wandte er sich an Robin und forderte ihn auf, darüber zu sprechen, warum es für Vertraute und ihre Meister wichtig ist, einander zu vertrauen. Robin erklärte Kalego, dass er sich geirrt habe, als er sagte, dass sie ein Liebespaar seien. Das geschah, damit niemand verletzt wurde. Er sagte auch, dass Vertraute keine Haustiere oder Liebhaber seien und jederzeit gewalttätig werden könnten, wenn ihre Besitzer nicht vorsichtig seien. Dann forderte er die Schüler auf, ihren Vertrauten gegenüber respektvoll zu sein, was sie bis zum Ende des Unterrichts auch taten. Aber er sorgte dafür, dass Robin nach dem Unterricht eine Menge zu tun hatte. Nach ein paar Tagen bemerkte Iruma, dass die Kantine zur Mittagszeit fast leer war und fragte Asmodeus, was los sei. Asmodeus wollte gerade antworten, als er von einigen Mitgliedern seines Fanclubs unterbrochen wurde. Sie versuchten durch Iruma mit ihm zu sprechen, woraufhin Asmodeus sie ausschimpfte. Als die Mädchen hörten, wie er Irumas Namen rief, wichen sie aus Angst zurück. In der Schule hieß es, er sei ein böser Teufel, der die Lehrer kontrollierte und den Wächter des Halsabschneidertals zu seinem Haustier machte. Sie drängten ihn aus dem Weg, als eines der Mädchen darauf hinwies, dass er ein Aleph sei, also der niedrigste Rang. Sie sprachen dann weiter mit Asmodeus, bis Clara ihnen erzählte, dass Iruma zum Bet erhoben worden war. Nachdem sie das gehört hatten, sahen sie ihn mit anderen Augen an und begannen ihnen Fragen zu stellen. Aber sobald sie die Glocke hörten, rannten sie alle weg, als ob das Dach in Flammen stehen würde. Iruma fragte Asmodeus, warum sie so schnell gehen mussten, und Asmodeus zeigte ihm ein Flugblatt, das die Erstklässler einlud, einem Butler beizutreten, einer Art außerschulischem Club für Dämonen. Danach erzählte er Iruma, dass die Teilnahme an einem Butler ihr helfen würde, einen besseren Rang zu bekommen, und so willigte sie ein, einem beizutreten.
Asmodeus hörte das gerne und setzte Iruma auf den Tisch, der am nächsten zur Tür stand. Von dort aus konnte er beobachten, wie die Oberstufenschüler nach Erstklässlern Ausschau hielten, die sich als Neulinge ihren Battlern anschließen sollten. Sie versuchten, Asmodeus zu fangen, als sie ihn sahen, aber er schob sie weg, indem er einen Ring aus Feuer um sich und seine Freunde bildete. Sie sahen, wie Oberstufenschüler ihre Mitschüler verprügelten, während sie den Flur entlang gingen und versuchten, sie dazu zu bringen, sich ihrem Kampf anzuschließen. Iruma machte sich Sorgen um ihre Sicherheit, aber Asmodeus sagte ihm, dass ihnen nichts passieren würde, weil der Schülerrat dafür sorgte, dass sich alle an die Regeln hielten. In diesem Moment tauchten Ameri und die anderen Ratsmitglieder auf und Iruma sah, wie ihre Anwesenheit einen Oberstufenschüler abschreckte, der sich über einen Erstklässler lustig machte. Da begriff der Rat, dass Ameri der Vorsitzende des Schülerrats war. Sie bemerkte ihn und seine Freunde, denn er stieß einen überraschten Schrei aus. Dann ging sie unbeholfen auf sie zu und gab Iruma ein Flugblatt, in dem sie ihn aufforderte, dem Schülerrat beizutreten. Das brachte alle zum Lachen. Danach sagte Kalego seinen Schülern, sie sollten die dreitägige Butlerzeit nutzen, um einen Butler zu finden, der sie interessierte. Er sagte ihnen, dass es wichtig sei, einem Butler beizutreten, da dies eine wichtige Voraussetzung für den Aufstieg im Rang sei. Wie auch immer, Asmodeus sagte, wir sollten uns die anderen Kämpfer ansehen. Als der Unterricht vorbei ist, gehen sie zum Butlers Tower, um zu sehen, was die verschiedenen Butlers zu bieten haben. Iruma holt alle Flugblätter, während Asmodeus sie in Brand setzt. Asmodeus verbrennt sie alle, bevor Clara ihm sagt, dass er nur die Flugblätter der Butler nehmen soll, die ihn interessieren. Obwohl Asmodeus sie anbrüllte, ging sie schnell los, um ein Flugblatt von Rame, dem Verführungsmeister, zu holen. Es waren Jazz, Lead und Kamui, die sich zu Iruma gesellten. Er fragte sie, ob sie die Butlers gesehen hätten, denen sie beitreten wollten. Lead sagte, er würde dem Fight Club beitreten. Zuerst sagte Jazz, er wolle dem New Magic Butler beitreten, um Chemie und neue Zaubertricks zu lernen, aber Asmodeus sagte ihm, dass er eigentlich nur nach Möglichkeiten suchte, Geld zu verdienen. Kamui sagte ihnen schließlich, dass er dem Lady Study Butler beitreten wolle. Als Lead Iruma fragte, welcher Gruppe er beitreten wolle, begann sein Ring zu leuchten, wodurch er durch die Schule flog, bis er mit einem älteren Schüler zusammenstieß. Iruma sagte dem Jungen sofort, dass es ihm leid täte, aber der Junge sagte, dass es nicht seine Schuld sei, weil seine Halskette aus dem gleichen Material wie Irumas Ring gemacht sei und deshalb zerbrochen sei. Weil er schwach sei, habe er die Halskette gemacht, um Magie zu speichern. Er sagte auch, dass er eine Welt schaffen wollte, in der Dämonen, die keine Magie besitzen, sie benutzen können. Asmodeus und Clara fanden Iruma, nachdem er seine Sachen gepackt hatte und gegangen war. Die drei gingen dann los, um sich verschiedene Kämpfe anzuschauen. Salavin stellte Irumas Ring in dieser Nacht ein und sagte ihm, er könne ihn auf jede beliebige Stufe einstellen. Iruma und seine Freunde setzten ihre Butler-Tour am nächsten Tag fort. Als sie in der Sporthalle ankamen, baten ihn die Execution Cannonball Butlers, mit ihnen zu spielen. Nachdem er gespielt hatte, sagten sie ihm, dass sie sich freuen würden, wenn er sich ihnen anschließen würde, wenn er das wollte. Als er die Turnhalle verließ, schickte Ameri ihm eine SMS, in der sie ihm mitteilte, er solle noch vor Ende der Butlerstunde zur Schülervertretung gehen. Plötzlich gab es einen lauten Knall in einem nahegelegenen Raum. Als Iruma nachsehen wollte, was los war, fand er den Jungen, den er am Vortag geschlagen hatte, in dem verrauchten Raum. Er half dem Jungen auf eine nahegelegene Fläche und legte ihn dorthin, nachdem er ohnmächtig geworden war. Der Junge stellte sich als Amy Kirio vor, der Anführer der Magical Apparatus Butler. Dann bot er Iruma an, ihm herumzuführen und zeigte ihm verschiedene magische Werkzeuge, während er ihm erzählte, dass es die Hauptaufgabe der Butler sei, diese herzustellen. Allerdings wäre er zweimal fast an Blutmangel gestorben, weil er Magie auf einige der Getränke anwendete, um Iruma zu zeigen, wie sie funktionierten. Iruma war erschrocken, aber Kirio beruhigte ihn und erklärte, dass seine Halskette die einzige besondere Kraft sei, die er habe. Iruma fragte dann nach der Maschine, die die Explosion ausgelöst hatte. Kirio zeigte sie ihm und sagte ihm, dass sie die Magie von jemandem verstärken könne, aber er habe Probleme, sie zum Laufen zu bringen. Als Iruma einige Teile auf dem Boden sah, fragte er Kirio, ob er sie sich ansehen könne. Als Kirio ja sagte, setzte er sie wieder zusammen, was bei Humpty Dumpty nicht möglich war. Er setzte das Herz in die Maschine, schaltete sie ein und zeigte Iruma, wie sie funktionierte. Er erzählte Iruma, dass es ein Traum sei, ein spezielles Gerät zu bauen, mit dem schwächere Dämonen gegen stärkere kämpfen konnten. Er sagte, er wolle die Auswirkungen des Punktesystems auf das Machtgefälle in ihrer Welt beheben. Als Iruma ihn beobachtete, fühlte er eine starke Bindung zu ihm. Er fragte Kirio, ob er sich dem Butler anschließen könne, obwohl er keine Magie besaß. Der Butler war der Typ, der sich mehr um Fähigkeiten als um Magie kümmerte, also sagte Kirio ihm zu.
Am nächsten Tag traten Iruma, Asmodeus und Clara dem magischen Apparat Butler bei. Kirio war schockiert und fiel in Ohnmacht. Später ging Iruma zu Ameri, die verärgert war, weil sie gehofft hatte, dass er dem Rat beitreten würde. Iruma erzählte Ameri, dass er sich einem anderen Butler angeschlossen hatte, während sie sich unterhielten, woraufhin sie ausrastete. Daraufhin verlangte sie, dass er sich erklärte. An diesem Abend erzählte Opera Iruma von der Party der Butler in der Akademie. Als er Iruma mehr darüber erzählte, stellte er fest, dass es wie ein Elterntag in der Monsterschule war. Er fragte Opera, wofür er die Hightech-Kameras, neben denen er stand, verwenden wollte. Opera sagte, dass Sullivan darum gebeten hatte, damit er die ganze Butler-Party aufnehmen konnte. Daraufhin fragte Iruma Opera, wo Sullivan sei, und Opera antwortete, dass Sullivan bei den mächtigsten Kämpfern der Unterwelt sei. An einem anderen Ort trafen sich die 13 Kronen, um darüber zu sprechen, was in letzter Zeit in der Unterwelt vor sich ging. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Dinge anders liegen würden, wenn sie einen Dämonenkönig hätten. Einer von ihnen schlug vor, dass einer der drei Großen der Dämonenkönig sein sollte. Belial hingegen sagte ihnen, sie seien dumm, weil sie überhaupt darüber nachdachten, woraufhin sie sich stritten. Zur gleichen Zeit wetteiferten die drei Großen im 666. Stockwerk darum, wer das süßeste Kind hatte. Als sie herausfanden, dass Sullivan einen Enkel hatte, fragten sie ihn, ob er den Jungen entführt habe, bevor sie zustimmten, dass Sullivan gut aussehe. Al Bell und Levi sagten Sullivan, er solle sich in einen Yat verwandeln, damit er Dämonenkönig werden könne. Man einigte sich darauf, dass Sullivan sich weigern würde zu gehen, da er nichts vom Wachstum seines Enkels verpassen wollte. In diesem Moment betrat einer der Kronen, Henry, den Raum und übergab Sullivan einen Haftbefehl. Das Dämonengrenzkontrollbüro teilte ihm mit, dass sie erfahren hätten, dass er gegen das Gesetz verstoßen habe, indem er in die Menschenwelt eingedrungen sei, und sie baten ihn, in ihr Büro zu kommen. Sullivan rief Opera an und teilte ihm mit, dass er festgehalten werde, weil er gegen das Gesetz verstoßen habe, indem er sich in die Menschenwelt begeben habe. Opera sagte, er sei schuldig im Sinne der Anklage, aber Sullivan sagte ihm, dass sie keine Beweise hätten. Dann sagte er ihm, er solle Iruma sagen, dass er immer noch auf der Butler-Party sein würde, obwohl er an diesem Abend nicht zu Hause sein würde. Am nächsten Tag kam jemand zu Callego, während er vor seiner Klasse sprach, um ihm mitzuteilen, dass er im Büro des Vorsitzenden Dämonen gebraucht würde. Als er dort ankam, erfuhr er, dass Sullivan verhaftet worden war und dass Callego für die Zeit, in der Sullivan abwesend war, als Vorsitzender Dämon einspringen sollte. Da Callego seine neue Aufgabe nicht sonderlich mochte, sagte er den Lehrern, sie sollten besonders vorsichtig sein und während der Butler-Party mit dem Schlimmsten rechnen. Er sagte auch, dass das, was mit Sullivan passiert sei, verdächtig erscheine. Am Nachmittag gingen Iruma und die anderen zu ihrem Stand und machten sich für die Butler-Party bereit. Als sie sich umsahen, konnte Iruma nicht glauben, wie auffällig alles war. Kirio erzählte ihnen dann, dass jeder Butler versuchte, besser zu sein als die anderen, weil die besten Präsentatoren Preise bekamen und sogar im Rang aufstiegen. Sie waren enttäuscht, als sie ihren Butlerraum fanden und sahen, dass er nur so groß wie ein Schrank war. Kirio erzählte Iruma, dass ihr Butler nicht viel Geld hatte, sodass sie nicht für einen größeren Raum bezahlen konnten. Iruma sagte ihm, dass es ihnen nichts ausmachte. Dann schlug er vor, dass sie ein Feuerwerk veranstalten sollten, da die Butler-Party bis spät in die Nacht gehen würde. Kirio sagte ihnen, dass die Herstellung des Feuerwerks sehr lange dauern würde und schlug vor, dass sie die ganze Nacht in der Schule daran arbeiten sollten. Später, als sie im Kampfraum waren, arbeitete Kirio an einer Rakete, die in seinem Gesicht explodierte. Iruma und die anderen rannten zu ihm, um ihm zu helfen. Kirio versicherte ihnen, dass es ihm gut ging und zeigte ihnen die besondere Fähigkeit, die in seiner Familie lag. Sie fanden es cool, dass er ihnen sagte, der Schild habe ihn vor der Explosion geschützt. Allerdings hatte er das Feuerwerk nicht richtig gemacht, denn es gab einen Knall. Iruma überlegte sich, wie er helfen könnte und fragte Ameri, ob sie ihm ein Exemplar des Mangas First Love Memory leihen könnte. Obwohl ihr Vater sie ihr geschenkt hatte, sagte Ameri nein. Aber als sie herausfand, dass er versuchte, Feuerwerk zu machen, gab sie sie ihm. Daraufhin gab er das Buch den anderen Leuten, die damit Feuerwerkskörper bastelten. Nachdem sie ein Feuerwerk gemacht hatten, das funktionierte, testeten sie es und entschieden sich, das Feuerwerk für die Party größer zu machen. Als die Nacht weiterging, machten Iruma, Asmodeus, Clara und Kirio eine Kissenschlacht, weil Clara sagte, das sei eine Tradition bei Übernachtungen. Kirio bekam einen Anruf, als sie alle müde auf dem Boden lagen, also stand er auf, um den Anruf entgegenzunehmen. Es stellte sich heraus, dass er mit Baal telefonierte, der zugab, dass er derjenige war, der Sullivan ins Gefängnis brachte, damit er die Schule zerstören konnte. Dann fragte Baal Kewel, wie ihre Pläne liefen. Kewel erzählte Baal, dass dank seiner Bauern, die nicht wussten, was vor sich ging, alles gut lief. Am nächsten Tag wurde den Kindern die Butler-Party auf einem Bildschirm gezeigt und es wurde ihnen gesagt, dass ihre Eltern eingeladen werden würden.
Es wurde auch über die tollen Geschenke gesprochen, die der beste Butler bekommen würde und dass der Gewinner 2 Ränge aufsteigen würde. Das weckte bei den Schülern die Vorfreude auf das bevorstehende Ereignis. Später, als Iruma und die anderen mit dem Aufbau der Abschlussrampe für das Feuerwerk fertig waren, versuchte Clara, die Show mit Glitzer und Funkeln zu bereichern, aber Asmodeus packte sie und zog sie weg. Währenddessen ging Kirio in eine geheime Werkstatt und erinnerte sich an die Zeit, als er mit Baal über ihre Pläne sprach, die Schule zu sprengen. Er machte sich dann an die Arbeit an seiner Maschine, aber Iruma hielt ihn auf, weil sein Ring ihn zu Kirio geführt hatte. Als Iruma ihn fragte, was das für ein Raum sei, sagte er ihm, dass es eine geheime Werkstatt sei, in der Leute, die früher in ihrem Butler waren, hinter verschlossenen Türen an Maschinen arbeiteten. Er sagte auch, dass das Fenster stumm war, sodass die Leute draußen sie weder hören noch sehen konnten, weil der Raum auf dem Dachboden lag. Dann unterhielten sie sich eine Weile. Iruma sagte Kirio dann, dass sie als erstes versuchen sollten, den ersten Platz in der Butler-Show zu gewinnen, um sein Ziel der Gleichberechtigung zu erreichen. Das machte Kirio glücklich, denn er fand, dass er und Iruma sich sehr ähnlich waren. Aber dann erinnerte er sich daran, dass sie die Vorbereitung 2 wackeligen Attrappen überlassen hatten, also gingen sie schnell zurück. Sie fanden Asmodeus, der versuchte Clara zu töten, weil sie die Startrampe dekoriert hatte. Kirio sagte ihnen, dass es ihm gefiel, aber Asmodeus versuchte weiter, sie zu töten. Iruma und die anderen übersprangen die Vorbereitungen für die Butler-Party und gingen in der Nacht davor spazieren. Iruma nahm dann an einem Yakisoba-Butler-Esswettbewerb teil und aß ihr berühmtes Gericht, das so groß wie ein Oger war. Gerade als Iruma und die anderen den Yakisoba-Stand verließen, trafen sie auf Sabro. Er und Asmodeus stritten sich darüber, wer den großen Preis gewinnen würde. Iruma konnte sie gerade noch rechtzeitig aufhalten und während sie sich unterhielten, schalteten sich die anderen ein. Iruma fragte dann Jess, in welchem Butler er sei, und Jess antwortete, er sei im New Magic Butler. Dann erzählte er ihm, dass sie versuchten, Wasser aus einem Stein erscheinen zu lassen. Jess erzählte ihm dann, dass der Game Butler magische Hüte hergestellt hatte, mit denen man in der virtuellen Realität Abenteuer erleben konnte. Lead nannte auch ein paar andere Butler, die gute Ideen hatten, wie eine Unterwasserschau und die magischen Tierkämpfe. Am Ende sagte Asmodeus zu Iruma, dass sie ihr Feuerwerk zünden würden, wenn die Schulglocke läutet, um das Rennen zu starten. Clara zündete die Zündschnur an, während er sprach, was sie alle in Angst versetzte, aber als sie nicht losging, sahen sie, dass ihre größte Feuerwerksgranate nicht da war. Da kam Kirio ins Spiel und es stellte sich heraus, dass er derjenige war, der die Feuerwerkshülle gestohlen und in seine geheime Werkstatt gebracht hatte. Sullivan wurde immer noch von der Grenzpatrouille festgehalten und Henry war sich nicht sicher, ob sie den Informationen trauen konnten, die sie erhielten, dass Sullivan Iruma entführt hatte. Alle machten sich Sorgen um Kirio, als es dunkel wurde, denn er war nirgends zu finden. Asmodeus hingegen meinte, Kirio könnte wie ein verängstigtes Kind weggelaufen sein, weil er dachte, ihre Show würde scheitern. Aber Iruma setzte sich für ihn ein und sagte ihnen, sie müssten ihm vertrauen. Zur gleichen Zeit zerbrach Kirio, der alle von der geheimen Werkstatt aus beobachtete, seine Halskette. Dadurch wurde eine Energiewelle durch die Schule geschickt und es entstanden verschiedene Barrieren um die Schule herum. Diese Mauern tauchten auch in den Schulfluren auf und machten es den Schülern unmöglich, sich frei zu bewegen. Sobald Iruma merkte, dass eine Barriere ihn von Asmodeus und Clara trennte, wies Ameri den Schülerrat an, für die Sicherheit der Schüler zu sorgen. Kalego fand heraus, dass die Barrieren in einem anderen Teil des Schulgebäudes kurzzeitig abgebaut werden konnten. Außerdem wusste er, dass die Mauern von jemandem mit viel magischer Kraft errichtet worden waren und dass nur jemand mit der gleichen Kraft sie niederreißen konnte. Die Tatsache, dass er eingesperrt war, ließ ihn glauben, dass die Person, die das getan hatte, etwas damit zu tun hatte. Dann rief Kalego die anderen Lehrer an und bat sie, den Schülern zu sagen, dass die Mauern Teil einer Überraschung seien, damit sie keine Angst bekämen. Danach benutzte er seine Magie, um die Mauer zu überwinden und zu Robin in die Bibliothek zu gelangen. In der Bibliothek sah er sich eine Liste von Kindern mit besonderen Bedürfnissen an. Kirio baute seine Maschine in der Werkstatt auf und befestigte die Feuerwerkshülle daran, damit sie genug Magie erhielt, um ihm bei der Ausführung seines Plans zu helfen. Aber von seinem selbstgebauten Modell der Schule aus sah er, dass jemand auf ihn zukam. Zuerst dachte er, es sei Iruma, aber dann fiel ihm ein, dass er seine Kette zerbrochen hatte, sodass sich sein Ring nicht verändern konnte. Dann stellte sich heraus, dass Asmodeus und Clara Iruma mit einem Schulplan und Papierpuppen zu Kirio führten. Zurück in der Bibliothek fand Kalego heraus, dass Kirio für alles verantwortlich war. Er erzählte den anderen Lehrern davon und sagte ihnen, sie sollten Kirio fangen. Die Lehrer wollten sich gerade auf die Suche nach ihm machen, als sie ein Geräusch hörten. Ein Schüler war dabei, von einem herabfallenden Gebäudeteil erdrückt zu werden, aber Ameri stürzte wie Batman herbei und verhinderte, dass sie fiel.
Danach sagte sie den Kindern, sie sollten ruhig bleiben, während sie im Hof schnell nach Iruma suchte. Zur gleichen Zeit kam Iruma in Kirios Werkstatt an, die ein geheimer Lagerraum war. Als Kirio Iruma hereinließ, sah Iruma, dass er sein Aussehen von einem Streber zu einem bösen Jungen verändert hatte. Dann fragte er Kirio, ob er für alle Mauern rund um die Schule zuständig sei. Kirio antwortete, dass er das sei, und dann zeigte er ihm eine Maschine, mit der eine große Feuerwerksgranate aufgeladen worden war. Iruma fragte ihn dummerweise, was er damit vorhabe, und Kirio sagte ihm, dass er die Schule in die Luft jagen wolle. Iruma fragte Kirio, warum er so etwas tun wolle, und er erzählt ihm, dass seine Familie berühmt dafür sei, große Magie zu besitzen, dass ihm aber niemand davon erzählt habe. Deshalb schickte ihn seine Familie auf eine Gefängnisschule. In der Schule wurde er ständig gehänselt, aber er freundete sich mit einem Mädchen an, bis eines Tages jemand auf sie losging und ihre Ohrringe in den Fluss warf. Kirio versuchte sie zu retten, aber sie fielen in den Fluss, was das Mädchen sehr traurig machte. Er merkte, dass sie ihren traurigen Gesichtsausdruck mochte, als sie merkte, dass sie ihren Ohrring verloren hatte, nachdem sie die Schule verlassen hatte, aber erst als sie weg war. Er erzählte Iruma, dass er sich seitdem immer lebendig fühlte, wenn ihn jemand mit Schrecken und Verzweiflung ansah. Das lag daran, dass er ein kranker und verrückter Psychopath war. Als er an der Dämonenschule anfing, schloss er sich den Magical Apparatus Butler an, weil Baal ihm beibrachte, dass es in Ordnung sei, sich aus Spaß am Schmerz anderer Menschen zu erfreuen. Baal sagte ihm, es liege in der Natur eines Dämons, böse zu sein, aber sie müssten das Rangsystem abschaffen, weil es sie schwach mache. Kirio sagte, dass die Zerstörung der Schule das Erste sei, was sie tun müssten, um ihre Pläne zu verwirklichen. Er freute sich, die traurigen Gesichter der Schüler zu sehen, als sie das sahen. Aber Kirio sah, dass Iruma von dem, was er sagte, nicht bewegt war und fragte ihn, warum. Er sagte, dass ihn solche Dinge nicht beunruhigten, weil er ein hartes Leben hatte. Dann schnappte er sich die Feuerwerkshülle, sprang aus dem Fenster und warf sie in die Luft. Dann schaltete Iruma den Pandora-Modus in seinem Ring ein, indem er den Ifrit-Modus verwendete. Dadurch wurde die gesamte Magie im Ring freigesetzt und er durchbrach als Drache die Barriere. Vom Boden aus sah es für die Kinder wie ein Feuerwerk aus. In dieser Nacht rettete Kirio Iruma vor einer Verabredung mit Flor Kuhn. Für ihn war das allerdings das Ende seines Lebenswerks. Kurz bevor Iruma Kirios Pläne durchkreuzte, gelang es Kalego und Robin, Kirios Mauer zu überwinden und auf das Dach zu klettern. Robin schickte mit einem Pfeil eine Nachricht an Sullivan, indem er die Fähigkeit des Volltreffers nutzte, die in seiner Familie liegt. Wie der Name schon sagt, hielt der Pfeil nicht an, bevor er sein Ziel erreicht hatte, und nachdem er die Nachricht gelesen hatte, verließ Sullivan das Büro, das die Grenze verwaltet. Er kam gerade zur Schule, als der Kaido-Feuerball am Himmel explodierte, und kümmerte sich um die herabfallenden Gegenstände, bevor sie jemanden verletzten. Die Schüler hingegen wussten nicht, dass ihr Leben in Gefahr war und freuten sich einfach über das Feuerwerk. Nachdem alles erledigt war, gingen Sullivan und die Lehrer in den Lagerraum, um Kirio mit Iruma zu finden, der gerade nicht da war. Kirio sagte ihnen, dass er nicht weglaufen würde, wenn sie finden würden. Sullivan stellte ihm einige Fragen. Kirio gab zu, dass er die ganze Sache selbst geplant hatte, weil er sehen wollte, wie traurig die Schüler aussahen. Der Mann gab zu, dass es ihm nicht gefiel, dass seine Pläne gescheitert waren, aber er sagte, dass der traurige Gesichtsausdruck der Schüler ihn glücklich machte. Die Lehrer um ihn herum sahen ihn an, als hätte er zu viele lose Schrauben im Kopf. Dann brachten sie ihn weg. Gerade als die dämonischen Grenzbeamten Kirio verhafteten, bat er Sullivan, Iruma zu sagen, dass sie sich eines Tages wiedersehen und eine tolle Zeit haben werden. Er sagte ihr, dass es eine lange Geschichte sei und dass er ihr alles später erzählen würde. Sie stand da und sah zu, wie sie Kirio wegbrachten. Er ging zurück in sein Zimmer und sah, dass Sullivan glücklich war, als er aufwachte. Er fragte Sullivan, was mit Kirio geschehen sei. Sullivan erzählte ihm, dass die dämonische Grenzkontrolle ihn verhaftet hatte und ihn befragen wollte, aber er war sich nicht sicher, ob er reden würde. Das machte Iruma nervös, also fragte er Sullivan, was mit Kirio geschehen würde. Sullivan sagte ihm, dass er bestraft werden würde, weil er etwas falsch gemacht hatte. Dann hob er Iruma auf und trug ihn zum offenen Fenster, um ihm zu zeigen, wie glücklich die Schüler waren. Iruma verstand nicht, also sagte Sullivan ihm, dass sie das Feuerwerk geliebt hätten und bat ihn, seinen Fans zuzuwinken. Dann sprang Sullivan aus dem Fenster in den Innenhof, ließ Ameri zu ihm kommen und schrie Iruma an, weil er es ihr nicht gesagt hatte, bevor er das Feuerwerk zündete. Dann sprach Iruma zu den Schülern, die neugierig waren, von welchem Butler er stammte. Er nannte sich selbst Asmodeus, Clara und Kirio und wurde dann von Sullivan zurechtgewiesen. Dann kamen seine Freunde auf ihn zu und fragten, wo Kirio sei. Iruma wollte sie nicht beunruhigen und sagte ihnen, dass Kirio irgendwo hingegangen sei.
Die Schüler wählten ihren besten Butler und bauten während der restlichen Butlerparty den Rest ihres Feuerwerks auf. Als sie fertig waren, zeigte Clara sie ihrer verrückten Familie und beide Jungen fanden sie sehr beeindruckend. Nachdem Clara und ihre Familie gegangen waren, sagte Asmodeus ihnen, sie sollten sich die verschiedenen Stände der Butler ansehen. Aber Asmodeus' Mutter tauchte auf und hielt sie auf. Er war schockiert, die Frau zu sehen, aber als sie anfing, Iruma ein paar unangenehme Fragen zu stellen, zerrte er sie weg. Für Iruma schien es, als hätten alle anderen Spaß mit ihren Familien, als Sullivan und Opera auftauchten. Sie gingen zusammen zu verschiedenen Ständen und Opera machte es sich zur Aufgabe, alle Spiele zu gewinnen und alle Geschenke zu bekommen. Einige Eltern waren darüber verärgert und erzählten Kalego davon. Als er erfuhr, dass Opera daran schuld war, ging er weg. Jemand namens Iruma und einige andere Leute zündeten das Feuerwerk, als die Sonne unterging. Iruma sorgte dafür, dass er ein Foto mit Opera und Sullivan machte. Dann sagte er Lead und Jess, dass er sie sehr liebte. Nachdem die Party vorbei und die Abstimmung beendet war, gingen alle in die Aula, um zu hören, wer den besten Butler gewonnen hatte. Die Schüler freuten sich sehr über die Ergebnisse und Sabro war sich sicher, dass sein Butler der Beste war. Dann wurde Ameri zur Preisverleiherin ernannt. Als sie die Bühne betrat, begann sie mit der Verleihung der Preise. Der Succubus-Butler belegte den dritten Platz und erhielt einen neuen Clubraum. Der New Magic Butler kam auf den zweiten Platz und erhielt ein Jahr lang schwarzes Weihwasser. Die Broadcast Butler gewann schließlich den ersten Platz, was eine Überraschung war, aber trotzdem akzeptiert wurde und ihr Anführer erhielt eine Rangerhöhung. Der Zeremonienmeister wollte die Veranstaltung gerade beenden, als Kalego das Mikrofon ergriff und ankündigte, dass sie eine neue Kategorie namens Tricky Award einführen werden. Er sagte, dass der Streit um die Auszeichnung eine Menge Ärger verursacht habe, aber sie hätten ihr Bestes getan, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, daher hätten sie die Auszeichnung verdient. Dann teilte Kalego der Menge mit, dass ein Vertreter des Gewinners eine Rangerhöhung erhalten würde. Dann rief er den Kämpfer mit dem magischen Apparat auf die Bühne. Die Menge brach in Jubel und Schreie aus, denn jeder wusste, dass Iruma die Abzeichnung verdient hatte. Kalego sagte ihm, er solle nie wieder versuchen, Superman zu spielen, wenn er die Bühne betritt. Er sagte ihm auch, er solle seinen Lehrern mehr vertrauen, bevor er ihm sein neues Abzeichen gab. Als Sullivan von der Bühne herunterkam, lief er auf Iruma zu und lobte ihn für seine gute Arbeit. Aber sobald Sullivan sagte, dass Iruma mehr Aufmerksamkeit bekam, obwohl er nicht aufstehen wollte, drehte Iruma durch, weil alle mit ihm reden oder ein Foto mit ihm machen wollten. Selbst Tage nach der Butler-Party sprach noch jeder in der Schule über Iruma. Überall, wo er hinging, wurde er von den begeisterten Fans empfangen. Sogar wenn Iruma in den Unterricht ging, legten Asmodeus und Clara ein laminiertes Exemplar der Schulzeitung mit seinem Bild auf der Titelseite weg. Das machte Iruma sehr wütend. Nach einiger Zeit ging er zu Ameri in den Gemeinschaftsraum. Sie erzählte ihm, dass sie wusste, was mit Kirio passiert war. Er habe sein Leben riskiert, um die Schule zu beschützen, und sie dankte ihm. Dann bat sie ihn, ihr das Buch vorzulesen, um die verlorene Zeit wieder gut zu machen. Iruma tat es gerne, aber während er ihr vorlas, sah sie ihren Vater vorbeigehen und sie sagte ihm, dass sie mit jemand anderem sprechen müsse. Iruma spürte eine unheimliche Präsenz hinter sich, als er zum Unterricht ging, und als er sich umdrehte, sah er Henry. Sie saßen draußen auf einer Bank und Iruma wurde das Gefühl nicht los, dass er sie schon einmal gesehen hatte. Henry dachte daran, wie Sullivan seine Macht missbraucht hatte, als sie versucht hatten, ihn daran zu hindern, das Büro zu verlassen. Mit seinem furchterregenden Blick hielt Sullivan sie fest, bevor er ihnen sagte, dass er Iruma versprochen hatte, wiederzukommen. Henry war interessiert, denn er war sich sicher, dass Iruma ein Mensch war und befürchtete, dass Sullivan ihn gegen seinen Willen in der Unterwelt festhielt. Henry erzählte Iruma von der Zeit, als er einen Menschen in der Unterwelt fand und ihn sicher in die Menschenwelt zurückbrachte, aber er versuchte nicht, wie eine neugierige Hausfrau zu klingen. Dann versuchte er, Iruma einen Hinweis zu geben, dass er sich an ihn wenden könne, wenn er jemals Hilfe bräuchte, aber Ameri unterbrach ihn, bevor er zu Ende sprechen konnte. Henry erzählte ihr, dass ihr Vater Iruma nur gefragt hatte, wie man zu Sullivans Büro kommt. Das machte sie schockiert, als sie ihren Vater mit Iruma sah. Seine königliche Hoheit fragte sie dann, woher sie sich kannten. Sie erzählte ihm, dass sie sich über Liebe und Beziehungen unterhielten, weil sie nicht sagen konnte, dass sie zusammen illegale Bücher gelesen hätten. Das brachte den Mann fast um und er begann zu denken, dass er vielleicht mit Ameri ein Gespräch über die Vögel und die Bienen führen müsse. Eine jüngere Ameri hatte ihm auch gesagt, dass sie ihn heiraten würde, wenn sie erwachsen sei, aber zu diesem Zeitpunkt konnte er nur daran denken, dass Iruma und Ameri heiraten würden.
Das brachte Henry so sehr aus der Fassung, dass er in einen Schockzustand verfiel und Ameri ihn ins Krankenhaus bringen musste. Asmodeus und Clara tauchten nach ihnen auf und erzählten Iruma, was mit Kirio passiert war. Sie sagten jedoch, sie würden warten, bis er bereit sei zu erzählen, was in jener Nacht geschehen war. Nach einiger Zeit kamen Clara und Asmodeus mit der Schülerzeitung in die Klasse. Auf der Titelseite der Zeitung war ein Bild von Iruma zu sehen. Während Clara jedem ihrer Klassenkameraden ein Exemplar gab, sagte Lee, dass die Geschichte über Irumas Beförderung verbreiteter sei als die über Kuromu. Iruma hatte keine Ahnung, wovon er sprach, und Asmodeus erzählte ihnen, dass sie die Dinge für ihn herunterspielen mussten, weil er sein ganzes Leben lang behütet worden war und nicht sehr klug war. Dann sagt er, dass ein Demdol ein Dämon sei, der Lieder für andere Dämonen singt, die ihren bösen Zyklus durchlaufen. Er sagte, dass ein Dämon, der seinen bösen Zyklus durchläuft, sehr gefährlich ist und dass sie deshalb zusehen, wie Demdols ihre Lieder auf der Bühne vortragen, um ihre böse Energie herauszulassen. Der Moderator zeigte dann einen Livestream von Kuromu und bat alle, sich ihre Show an diesem Tag anzusehen. Nachdem er es gesehen hatte, sagte Jess, dass ihre Karten sehr schnell ausverkauft waren, weil Kuromu so berühmt war. Aber die Leute, die keine Karten bekommen konnten, konnten ihre Show online sehen. Als Kamui Iruma mehr über Kuromu erzählte, wurde Iruma durch eine Sendung aufgefordert, in den Berichtsraum zu kommen. Also packte er schnell Clara und Asmodeus ein und lief dorthin. Es stellte sich heraus, dass Kuromu in Wirklichkeit Kirori, ein Mitglied der Außenseiterklasse in Makubari Dome war, wo sie ihre Show aufführen sollte. In ihrer Umkleidekabine begann sie auszuflippen und sich Sorgen zu machen, weil sie dachte, dass der Livestream, den sie gerade beendet hatte, zu gefälscht war. Kirori konnte nicht anders als zu erschaudern, wenn sie an die Bewegungen und Posen dachte, die sie gemacht hatte. Nachdem sie aufgehört hatte zu zittern, durchsuchte sie ihre Sachen und fand ein altes Zeugnis. Sie fühlte sich schlecht, weil sie nicht so gut war wie ihre Brüder. Sie erinnerte sich jedoch daran, dass sie ein Demdol geworden war, weil sie wusste, dass die Leute früher mochten, wie süß sie aussah und dass sie das Böse bekämpfen konnte. Aber sie wurde plötzlich wütend, als sie daran dachte, wie Iruma aus dem Nichts auftauchte und ihr die Show stahl. Es gefiel ihr nicht, dass sein neu erlangter Ruhm dazu führte, dass man ihr in der Schule weniger Aufmerksamkeit schenkte. Ihre Kräfte begannen zu entweichen, weil sie wütend war, aber ihre Chefin stoppte die Dinge, bevor sie außer Kontrolle gerieten und schimpfte mit ihr, weil sie unvorsichtig war. Dann forderte sie sie auf, sich für den Auftritt auf der Bühne bereit zu machen. Kirori entschuldigte sich und tat, was ihr gesagt wurde, aber gerade als sie ihren Auftritt beenden wollte, sah sie Iruma in der Menge und war zutiefst schockiert. Es stellte sich heraus, dass Iruma als Entschuldigung dafür, dass sie bei der Butler-Party den Hauptpreis gewonnen hatte, von der Butler-Besetzung Freikarten für den Auftritt bekommen hatte. Nach der Show gab jemand Iruma ein Ticket, um Kuromu persönlich zu treffen. Kirori tat alles, was sie konnte, um zu verbergen, wie wütend sie auf ihn war. Auch ihren Namen hielt sie geheim, aber schließlich fand sich heraus, dass Iruma wusste, wer sie war. Eine Zeit lang legte sie ihn in Eis, während sie überlegte, was sie als nächstes tun sollte. Aber sie merkte schnell, dass sie ihn gehen lassen musste, bevor sie ihn erfrieren ließ. Sie fragte ihn, woher er wusste, dass sie Hannah Montana war. Sorry, Kirori. Er erzählte ihr, dass sie im Unterricht immer Fäuste machte, was ihm half, es herauszufinden, als er ihr Schauspiel sah. Kirori konnte nicht glauben, dass er etwas so Kleines an ihr bemerkt hatte, wo sie doch immer eine Brille trug, die die Leute davon abhielt, sie zu sehen. Sie dachte, Iruma sei deshalb ein großer Fan von ihr, aber Iruma schockierte sie, indem er ihr sagte, er sei eifersüchtig auf sie. Er sagte ihr, er hasse es, dass er immer auffalle, ohne es zu wollen. Er sagte ihr auch, dass er sich wünschte, er könnte sich so sehr anpassen wie sie. Aber das machte Kirori wütend, denn sie konnte nicht glauben, dass er berühmter war als sie, obwohl er es nicht einmal versuchte. Als sie wütend war, setzte sie langsam ihre Eismagie ein, um den ganzen Raum einzufrieren, aber sie wurde bald ohnmächtig, weil sie zu viel davon benutzt hatte. Als Iruma sah, dass sie in Flammen stand, rannte er zu ihr und rief sofort um Hilfe. Der Manager fragte Iruma, ob er irgendetwas getan habe, das Kirori wütend gemacht habe, nachdem er sie auf die Couch gelegt hatte. Er sagte ihr, dass sie während des Gesprächs in Ohnmacht gefallen sei. Der Chef sagte daraufhin, dass Kirori die Hitze nicht vertrug und immer dann ohnmächtig wurde, wenn sie zu viel Eismagie benutzte. Iruma erkannte, warum Kirori ohnmächtig geworden war und sagte ihr, es täte ihm leid, dass er ihr ein schlechtes Gewissen gemacht habe. In diesem Moment kam jemand vom Personal herein und fragte, wie es mit der Show weitergehen würde, nachdem Kirori ohnmächtig geworden war. Der Manager sagte, dass sie absagen müssten, weil Kirori nicht in der Lage sei zu spielen, und er schlug vor, dass sie einen Arzt aufsuchen solle. Der Chef hingegen sagte, dass sie nur von einem Familienmitglied Hilfe bekommen könne, aber es würde eine Weile dauern, bis sie dort ankämen.
Kerori stand daraufhin von der Couch auf und sagte, dass die Show nicht abgesetzt werden könne, weil sie nur so ihrer Familie zeigen könne, wie gut sie in etwas sei. Ameri war gerade vor die Kuppel gekommen, weil ihr Vater ihr eine Eintrittskarte geschenkt hatte. Sie wollte wissen, was es mit der ganzen Aufregung auf sich hatte. Nach einiger Zeit wachte Kerori aus einem Traum auf, in dem sie versuchte, ihre Familie dazu zu bringen, sie anzulächeln. Dann dachte sie an ihre Show, aber als sie auf die Uhr sah, stellte sie fest, dass sie seit Beginn der Show geschlafen hatte. Aber sie hörte Jubelrufe aus dem Publikum, also ging sie hin, um zu sehen, was los war. Sie war schockiert, als sie Iruma, Asmodeus und Clara als Helden verkleidet auf der Bühne sah. Kerori dachte, sie würde immer noch träumen, weil sie nicht glauben könnte, was sie da sah. Aber ihr Chef erzählte ihr, dass sie ihr gesagt hatten, sie müsse auf jeden Fall helfen, die Show zu retten. Zuerst lehnte sie ab, aber als Clara vorschlug, ihnen zu geben, was sie wollten, konnte sie nicht Nein sagen. Während Iruma und die anderen auf der Bühne standen, war Ameri sich sicher, dass der Teufel mit den blauen Haaren Iruma war, aber sie verdrängte den Gedanken schnell wieder aus ihrem Kopf. Etwa zur gleichen Zeit bemerkte Kerori, dass Iruma immer für andere Leute auffiel und war sehr dankbar dafür. Schnell gesellte sie sich zu den anderen dreien auf die Bühne und die Show war mit allen vorbei. Kerori entschuldigte sich bei den Mitarbeitern dafür, dass sie so hart arbeiten ließ und dann gab ihr Chef einen Zettel von ihrer Mutter, die sich um sie gekümmert hatte, während sie schlief.